Na super, 1:1 nach Spielen in diesem Duell, alles wieder offen. Wie sieht's beim Meister Ingolstadt nach dem Sieg im ersten Spiel gegen Iserlohn aus? Und was machen die Münchner nach dieser desolaten Vorstellung im ersten Match gegen Wolfsburg? Benjamin Heckner und Lukas Schönmüller mit den Antworten. Für die Schanzer ging es in die Hölle Seilersee zu den Iserlohn Roosters. Und es sollte in diesem Eishockey-Hexenkessel der zweite Sieg her. Und so begann der Meister auch über Brandon Buck. 1:0 für Ingolstadt in der 6. Minute. Schöner Schlenzer des Kanadiers. Doch die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. 15. Spielminute, der Ausgleich für die Iserlohner durch Jonas Living. Der EAC auf einmal unter Druck. Den Iserlohn macht der Dampf. Marco Friedrich findet Alex Foster. 2:1. Spiel gedreht. Wir springen ins zweite Drittel. Es ging hin und her. Der beste Ingolstädter Brandon Buck ist zur Stelle. 2:2. Doppelpack für ihn. Iserlohn auf einmal verunsichert. Was macht denn da Labalé? Jean Boucher sagt merci. Der Meister nach diesem Fauxpas wieder in Front. Rein in den Schlussabschnitt. Iserlohn auf dem Weg Richtung Ausgleich. Mike York 3:3. Der US-Boy, Mutterseelen allein, seit Wochen eher in richtig guter Form. Und die York-Festspiele nahmen jetzt richtig Fahrt auf. 54. Minute, 4:3. Spiel gedreht. Die Roosters waren zurück. Der EAC jetzt komplett von der Rolle, verschenken hier den Puck. Und wer war zur Stelle? Klar, Mike York. Hattrick von ihm innerhalb von 9 Minuten. Zu guter Letzt die Entscheidung. Empty Net Goal. 6:3 Iserlohn. Der Ausgleich in der Playoff-Serie.